Ja, heute werden wir uns mit dem Thema Scene Understanding beschäftigen. Und zwar, nachdem wir jetzt alle Grundlagen kennengelernt haben, die Sensoren und die grundlegenden Methoden oder Algorithmen, wie man beispielsweise aus Bildern oder insbesondere aus Bildern Merkmale extrahiert, wie man Deskriptoren dieser Merkmale definiert, welche Deskriptoren gibt es und wie kann man diese Deskriptoren verwenden, um zum Beispiel Objekte zu erkennen bzw. Objekte zu lokalisieren. Heute werden wir ein bisschen auf einer höheren Ebene bewegen, also in Richtung einer höheren Ebene der Interpretation von insbesondere visuellen Daten bewegen und wollen wir schauen, was man unter Scene Understanding versteht. Also wie der Name es sagt, das heißt, man will ja aus den Bilddaten eine Interpretation der Szene. Also wie man hier sieht, dass es vielleicht auf diesem Balkon hier eine Katze gibt und dass ein Fahrrad gibt und dass es ein LKW bzw. ein Auto auf der Straße da hinten auch steht. Und wir wollen schauen, das ist ja eigentlich eine semantische Interpretation der Szene. Das heißt nicht nur, wo bestimmte Bounding Boxen hier, um welche Objekte und wo liegen sie im Bild, sondern tatsächlich die Relationen zwischen diesen Objekten zueinander. Das wird uns in diesem Kapitel hier beschäftigen und das Kapitel haben wir hier so gegliedert, dass ich zunächst mal eine kurze Einführung hier gebe und dann das Thema Scene Representation, also wie kann man Szenen repräsentieren und natürlich ein paar Methoden und Algorithmen, mit denen man insbesondere Relationen zwischen Objekten in einer Szene beschreiben kann. Also einmal natürlich diese Relationen extrahieren und dann schauen, was man damit machen kann. Und da werden wir am Ende von dem Kapitel hier sehen, wie man diese Relationen nutzen kann im Kontext der Robotik, um zum Beispiel eine sichere Manipulation von Objekten zu erreichen, um zum Beispiel Aktivitäten zu erkennen. Und um zum Beispiel Aktionen basierend auf Angaben von Relationen zwischen Objekten zu parametrisieren. Aber zunächst mal kurz hier zur Einführung. Das heißt, das Szenenverständnis beschreibt einen kognitiven Prozess, was diese Rohdaten, also die visuellen Rohdaten in einer semantischen Repräsentation überführt. Wir haben ja Rohdaten in Form von beispielsweise Bildern, Farbbildern, Tiefenbilder oder auch Punktwolken. Und eine Repräsentation der Szene wäre, dass man diese Szene mit Labels, ja, also das heißt ja, ich benutze das Wort Labels dazu. Ich werde nicht versuchen, jetzt hier ein deutsches Wort zu finden, beziehungsweise, dass man in der Szene die Objekte, die dort vorhanden sind, beziehungsweise die Instanzen von Objekten mit Hilfe von Bounding Boxen markieren kann. Und dass man die komplette Szene mit Hilfe von einem Graph, einem sogenannten, also mit einer Datenstruktur, die praktisch Beziehungen zwischen Entitäten oder Elementen in der Szene beschreibt. Und wenn wir das Ganze hier mal angucken, was haben wir so bis jetzt kennengelernt? Wir haben natürlich Bilder kennengelernt, also Farbbilder, RGB-Bilder, RGBD-Bilder. Und wir wissen, dass diese Bilder nichts anderes als 2D-Gitter sind. Das ist natürlich eine geordnete Datenstruktur. Das heißt, die Information, die man in dem Bild hat, liegt in einer regulären Struktur, zumindest für RGBD-Bilder. Bei 3D-Punktwolken haben wir das letzte Mal gesehen, dass wir hier ungeordnete Mengen von Punkten haben, die natürlich Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere wenn es darum geht,
Machine Learning Methoden oder insbesondere Methoden basierend auf neuronalen Netzen hier zu verwenden, um zu einer Szeneninterpretation zu kommen. Das sind alle jetzt 2D-Repräsentationen oder 3D-Repräsentationen, aber das sind 3D-Repräsentationen, diese 3D-Punktwolken. 2D-Repräsentationen sind die Bilder. 3D-Repräsentationen, die aber keine reguläre Struktur haben. Diese reguläre Struktur bekommt man zum Beispiel, indem man so 3D-Gitter, also Datenstrukturen in 3D hat, wo man praktisch die Szene bzw. die Objekte in der Szene mit Hilfe von Voxel, also 3D-Pixel, wie wenn man so will, repräsentieren kann. Das ist natürlich eine sehr dünne oder sparse Repräsentation der Szene. Man sieht hier anhand von dem Bild, dass man jetzt das Modellflugzeug hier nicht so genau approximieren kann. Hängt natürlich von der Auflösung der Voxel, die man hier wählt. Dann gibt es natürlich Repräsentationen von Objekten, die wir auch aus zum Beispiel der Robotik 1 Vorlesung, wo wir Dreiecknetzstrukturen als sogenannte Mesh-Repräsentationen verwendet haben, um Distanzberechnungen zu machen oder um Kollisionen zwischen Objekten oder zwischen einem Objekt und der Umgebung zu bestimmen bzw. zu berechnen. Das heißt, man hat hier eine sehr hohe Informationsdichte und natürlich ist das ein künstliches Datenformat. Das heißt, man muss sich überlegen, wie diese Polygonnetze aus den Daten generiert werden können. Ein paar Beispiele habe ich gebracht zu dem, was wir Szenenverständnis nennen. Also zum Beispiel ein pixelweises Labeling einer Szene. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, jedem Pixel in einem Eingangsbild mit einem semantischen Label zu versehen oder jedem Pixel ein semantisches Label zuzuordnen. Das heißt, wenn wir hier das Bild mal angucken, ja, das ist unser RGB-Bild und als Interpretation dieser Szene wollen wir solche Labels von bestimmten Segmenten in der Szene haben, dass es hier ein Sofa ist, dass es hier der Flur ist, dass hier ein Teppich ist beispielsweise oder ein Bücherregal und so weiter und so fort. Das ist eine Möglichkeit, wie ich bereits erwähnt habe, der Szeneninterpretation. Man sieht hier, das sind jetzt nicht so irgendwelche Merkmale in einem Bild wie Shift Feature oder Harris-Körner und so weiter und so fort, sondern das sind sehr aussagekräftige Labels, die mit bestimmten Regionen oder Segmenten in der Szene assoziiert sind. Das zweite Beispiel, so dass man jetzt eine Szene beschreibt mit Hilfe von Bounding Boxen. Ja, nehmen wir nochmal unsere Szene und die wird uns lange begleiten in diesem Kapitel. Die Szene von diesem Balkon hier mit dem Hund, mit dem Fahrrad und mit dem Auto hier auf der Straße da hinten. Und dass man hier eine Repräsentation der Szene durch Bounding Boxen, ja, also umgebende Boxen, wie man sieht hier, und nochmal ein Label zu jedem Box, ja, dass diese gelbe Box hier der Hund ist und rot ist das Fahrrad und grün ist hier das Auto oder LKW oder wie man das bezeichnen will. Das heißt, da geht es jetzt hier auf der einen Seite darum, dass wir klassifizieren, was im Bild vorhanden ist, und zwar in einem Bild mit mehreren Objekten, wie man hier sieht, und dass wir auch eine Lokalisierung von den klassifizierten Objekten. Die Objekte sind natürlich bis jetzt nur durch Bounding Boxen beschrieben. Das heißt, wir haben auch eine Lokalisierung von den entsprechenden Bounding Boxen um das detektierte Objekt. Also wir wissen, wo die Bounding Box von dem Hund ist und wo die Bounding Box von dem Fahrrad oder von dem Auto im Bild ist.
Natürlich ist das noch, wie man sieht, hier eine 2D-Repräsentation der Szene. Wir haben nur das RGB-Bild und wir haben ja die Bounding-Boxen mit Labels, ja, als Interpretation. Man kann natürlich einen Schritt weitergehen und kann man sagen, okay, wenn ich jetzt hier eine 3D-Punktwolke von einer Szene habe, das ist eine RGBD, Input-Daten und ich kann jetzt hier die unterschiedlichen Objekte bzw. Elemente oder Segmente in der Szene so repräsentieren, dass ich versuche, irgendwelche standardgeometrischen Primitiven in die entsprechenden Bereiche zu fitten. Also Ebenen, Boxen, Zylinder, Kugeln und so weiter und so fort. Und dann bekommt man so eine vereinfachte Repräsentation der Szene, wo man vieles eigentlich sieht. Man sieht, dass dieses orangene Objekt beispielsweise auf dem blauen und das oder dieses andere orangene Objekt liegt so schief und noch hier eine Kugel eigentlich, was so durch einen Zylinder approximiert ist und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich eine sehr gute Repräsentation, wie wir wissen, die man gut verwenden kann, um beispielsweise Bewegungsplanung zu machen oder Kollisionsdetektionen und Distanzberechnungen von dem Endeffektor eines Roboters zu den unterschiedlichen Bereichen in der Szene. Man kann einen Schritt weitergehen und kann man sagen, naja, können wir eigentlich mehr über diese Szene erfahren, nicht nur die geometrischen Primitiven, sondern die Relationen zwischen diesen geometrischen Primitiven, die natürlich Objekte beschreiben. Und insbesondere vielleicht, wie diese unterschiedlichen Objekte räumlich zueinander liegen, aber vielleicht noch mehr, und zwar, welche Objekte werden von anderen Objekten unterstützt. Ja, also wir sehen hier in diesem Beispiel, dass natürlich alle Objekte auf dem Tisch liegen. Das heißt, die werden vom Tisch unterstützt und wir sehen, dass dieses orangene und dieses lila bzw. rote Objekt von dem blauen Objekt unterstützt werden. Und man könnte sich überlegen, hier ist es möglich, dass man jetzt für diese Szene, und der Ausgangspunkt war hier ein 3D-Punktwolke, für diese Szene so eine Repräsentation haben, und zwar ein Graph, wo die Knoten die Elemente oder die Primitiven der Szene sind und die Kanten, die Unterstützungsrelationen beschreiben. Also, dass man, wie man hier sieht, dass diese Zylinder hier, Zylinder 6, ja, das ist das hier, unterstützt zum Beispiel die Box 0 oder Box 5, das wäre jetzt hier der Tisch, unterstützt alles möglich und alles Mögliche. Wenn man die unterschiedlichen Levels der Interpretation der Szenen oder die Interpretation, die semantische Interpretation von Szenen kann auf unterschiedlichen Level erfolgen. Auf dem untersten Level haben wir Bilder, wo wir gar keine Semantik, gar keine Interpretation von diesen Bildern haben. Und auf der nächsten Ebene, wie bereits erwähnt, könnte man hier annotierte Bilder haben, beziehungsweise eine Bounding-Boxen um die Objekte in der Szene, eine Klassifikation von den Bounding-Boxen und vielleicht auch ein Label der unterschiedlichen Bounding-Boxen. Auf der nächsten Ebene ist die Ebene der Objektinstanzen. Das heißt, dass wir die Szene durch die Instanzen von die Objektinstanzen, die in der Szene vorkommen, repräsentieren. Und zwar nicht nur durch die Bounding Boxen bzw. deren Label, sondern durch deren Position, also durch die Lokalisierung von dem Objekt im Bild und vielleicht auch die 6D-Pose von den Objekten in einem Weltkoordinatensystem. Und auf der obersten Ebene haben wir eine Höhe oder einen höheren semantischen Informationsgehalt, ja. Das heißt, wir haben die Objekte in der Szene, die Objektinstanzen in der Szene und wir haben deren Relationen, zum Beispiel die räumlichen Relationen, vielleicht auch die zeitlichen Relationen, wie die Beziehungen zwischen Objekten sich verändern über die Zeit und die Unterstützungsrelationen, wie wir in dem Beispiel vorher gesehen haben.
Und da wollen wir uns in diesem Kapitel hier diese unterschiedlichen Aspekte kennenlernen. Und wir fangen an hier mit Szenenrepräsentation und als erstes der annotierte Bilder. Annotierte Bilder bedeutet eigentlich, dass wir natürlich hier eine Klassifikation von dem, was im Bild zu sehen ist, brauchen. Ja, und diese Klassifikation ordnet ein Label von einer vordefinierten Menge von Klassen von Labels, ja, oder Klassen von Objekten, also wie in dem Fall hier Katze beispielsweise. Diese Klassifikation ordnet ein Label von einer vordefinierten Menge von Klassenlabels zu einem Bild, ja, zu einem Input-Bild. Das heißt, wir haben hier unser Input-Bild, wie man sieht, und mit Hilfe von Klassifikation können wir sagen, ja, in dem Bild ist eine Katze zu sehen. Die nächste Stufe wäre die Lokalisierung von den Objekten in diesem Bild. Ja, die findet nicht nur ein Label, ja, aus einer Menge von Klassenlabels, die vordefiniert sind, sondern die sagt uns eigentlich, welche Teile von dem Bild gehören zu der einem bestimmten Objektklasse. Ja, man sieht hier, also das heißt die Umrandung hier, also diese rote Umrandung, das sind alle Teile des Bildes, die zu der Klasse Katze gehören. Und man kann einen Schritt weitergehen bei der Image beziehungsweise bei der Image-Klassifikation. Unterscheidet man natürlich zwischen der Klassifikation von einzelnen Objekten in einem Bild, also sogenannte Single Object Image Classification, ordnet ein Klassenlabel zu einem Bild, wie hier zu sehen, eine Katze, beziehungsweise Multi-Object Image Classification, die mehreren Labels zu einem Bild zuordnen. Das heißt, wie man sieht hier, Katze, Hund und Ente und diese eine sogenannte Multi-Object Image Classification würde die Bounding Boxen um die unterschiedlichen Objekte hier im Bild liefern als Output. So, wie beschreibt man die Position von diesen Bounding Boxen? Das ist naheliegend, wie man hier sieht, zum Beispiel durch die Breite bzw. durch die Höhe von so einem Bounding Box und durch das Zentrum. Ja, das heißt, man hat hier vier Parameter, wie man sieht. Und was man hier hat, ist nicht nur eine Klassifikation und nicht nur praktisch eine Bestimmung von diesem Bounding Box, sondern man hat hier das, was man als Object Detection, also Detektion von einem Objekt, sollen wir auch diese Begrifflichkeiten auseinanderhalten, weil Detektion bedeutet, dass wir tatsächlich diese Klassifikation durchgeführt haben zunächst mal und dann die Lokalisierung von den klassifizierten Objekten, die durch Bounding Boxen dargestellt sind. Also man bestimmt zunächst mal die Bounding Boxen von jedem detektierten Objekt in einem Bild und ordnet man jedem Bounding Box so ein Label von einer Objektklasse, die bereits vorher definiert sind. Ja? Und wie es hier auch auf der Folie steht, so ein detektiertes Objekt bzw. ein Bounding Box kann beschrieben werden durch das Zentrum, Breite und Höhe von diesen Bounding Boxen. So, jetzt gibt es natürlich für die Detektion von mehreren Objekten in einem Bild, also wenn man jetzt hier nicht nur ein Bild, sondern ein Objekt, sondern mehrere Objekte in einem Bild detektieren will, braucht man gewisse Strategien, um das durchzuführen. Die eine Strategie, dass man sagt, okay, man verwendet jetzt die Klassifikation, die man hat, um mehrere Objekte im Bild zu finden. Also nicht nur ein Objekt oder nur nicht nur Label
von einem der vordefinierten Labels, sondern die mehreren Objekte im Bild. Und da gibt es hier zwei Strategien, wie man das machen kann. Also um zum Beispiel das Problem zu lösen, was wir hier haben mit unserem Bild hier, was dargestellt ist. Und da gibt es hier zwei Strategien. Die eine Strategie, dass man natürlich so ein gleitendes Fenster nimmt, und die andere Strategie ist das, was man Region Proposal Networks verwendet, um diese Boxen tatsächlich zu generieren. Und bei einem Sliding Window oder bei einem gleitenden Fenster, wie der Name das sagt, nimmt man so ein Fenster und das Fenster bewegt sich hier über das Bild, und man muss natürlich die Klassifikation in jedem Fenster machen, um die entsprechenden Objekte zu detektieren oder um nach Labels zu suchen, die zu diesen vordefinierten Labels gehören. Und da gibt es hier natürlich aktuell viele Arbeiten zu dem Thema, also zum Beispiel RCNN oder FastRCNN oder FasterRCNN. Das sind eine ganze Menge von Methoden oder Architekturen von tiefen neuronalen Netzen, mit denen man diese Probleme sehr gut und sehr effizient auch lösen kann. Die andere Variante ist die Verwendung von sogenannten Region Proposal Networks. Das heißt, das ist ein Netzwerk, was man trainiert, um tatsächlich potenzielle Bounding Boxen von Objekten, also Regionen, Bildregionen zu identifizieren. Und wo man dann die Klassifikation, das heißt die Suche nach Labels, die wir kennen für diese Bounding Boxen, nur in diesen identifizierten Regionen durchgeführt werden. Das sind, wie gesagt, zwei mögliche Vorgehensweisen. Natürlich ist das von der Performance besser als jetzt ein rein gleitendes Fenster über das ganze Bild und die Klassifikation dann in jedem Fenster durchzuführen. Aber diese Wiederverwendung von der Klassifikation, beziehungsweise dass man nochmal im Bild, egal ob das jetzt mit gleitendem Fenster oder mit Region Proposal Networks, dass man wieder diese Klassifikation macht, ist natürlich ein Nachteil. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir die Klassifikation für jedes Fenster durchführen, und auf der anderen Seite die Klassifikation und diese Bestimmung von Vorschlägen für Bounding Boxen, ja, also Detektion von Objekten in dem Bild, das sind zwei unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche Algorithmen, die natürlich aufeinander abgestimmt werden müssen und entsprechend auch trainiert bzw. konfiguriert werden müssen. Und das hat vor ein paar Jahren dazu geführt, dass hier ein Algorithmus vorgeschlagen wurde, mit dem man das Problem der Multi-Object-Detection, also Detektion mehrerer Objekte in einem Bild, als ein einziges Regressionsproblem löst. Ja, also im Vergleich jetzt zu den beiden Varianten, Sliding Window oder Region Proposal Networks, ja, hat man hier, erschlägt man das Problem hier auf einmal, also nicht zunächst mal die Klassifikation und dann das gleitende Fenster und nochmal das Klassifikation oder auch nochmal das Klassifikation in diesen Region Proposal, in der Regionen, die von einem Region Proposal Network identifiziert werden. Wie funktioniert das? Das ist, was man als YOLO kennt, ja, oder was als YOLO bekannt ist, you only look once, ja, und der Input ist ein Farbbild und der Output sind sowohl die Bounding Boxen um die Objekte in der Szene, ein Label der Klasse der Objekte und dann eine Wahrscheinlichkeit, ja, das heißt, eine bestimmte, mit welcher Wahrscheinlichkeit gehört eine Region in einem Bild zu der Klasse Katze. Ja?
Und wie funktioniert das Ganze? Da wird hier ein Multilayer-faltendes neuronales Netz verwendet, also CNN. Und diese Netzarchitektur ist ziemlich einfach im Vergleich zu aktuellen Methoden, die im Stand der Forschung eingesetzt werden. Und ermöglicht tatsächlich die Lösung von diesem Multi-Object-Detection-Problem in Echtzeit auf moderne GPUs. Und klar, der Source Code ist hier verfügbar. Das ist auch die Publikation, wo man jetzt von 2017 hier eine aktuelle Version hier, der YOLO 9000 Better, Faster und Stronger nachlesen kann. Ich will hier nur einen kurzen Überblick geben, wie das hier funktioniert. Und ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass wir im Rahmen dieser Vorlesung hier auf alle unterschiedlichen Architekturen und Methoden eingehen. Aber das gibt also die YOLO, sag ich mal, Architektur oder die Methode gibt einen Eindruck über die zentralen oder wichtigen Konzepte, die man hier verwendet. Es gibt, wie ich bereits erwähnt habe, eine ganze Menge von weiterführenden Methoden, die aber im Großen und Ganzen auch darauf basieren. So, also wie funktioniert das Ganze? Man hat hier ein Bild und wir nehmen nach wie vor unser Bild hier und man unterteilt dieses Bild in einem S mal S Gitter. Ja, also man sieht hier, man hat das Bild hier unterteilt in einer beliebigen Anzahl S mal S Gitter und dann führt man einen Prädiktionsschritt und in der man die B-Bounding-Box, also B-Bounding-Boxen pro Zelle, ja, also pro Zelle von diesem Gitter hier bestimmt. Dann im nächsten Schritt klassifiziert man anhand von den Klassenwahrscheinlichkeiten, ja, pro Zelle hier die unterschiedlichen Zellen. Also man sieht hier, wenn man jetzt hier die Bounding-Boxen pro Zelle hier bestimmt, dann bekommt man sowas. Und anschließend wird hier klassifiziert, also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist hier ein Auto beispielsweise oder hier ein Fahrrad oder hier eine Katze. Dann kriegt man praktisch so diese Darstellung. Und dann versucht man oder im vierten Schritt will man ja natürlich aus den vielen Bounding-Boxen, aus den Wahrscheinlichkeiten für die Existenz von einem Objekt in einem bestimmten, also diese Bounding-Boxen, die überlappen sich natürlich zum großen Teil und die sind nicht alle notwendig, wie man hier sieht, um die Szene zu beschreiben. Und deshalb will man hier nur ein Objekt nur einmal detektieren. Das heißt, das Fahrrad nur einmal, die Katze nur einmal und das Auto nur einmal. Und deshalb wird im vierten Schritt hier, basierend auf dieser Klassifikation, hier werden diese Bounding-Boxen, diese resultierenden Bounding-Boxen bestimmt. Wie funktioniert das im Einzelnen? Also, die Unterteilung natürlich vom Bild in eine S mal S Gitterstruktur, das ist ja kein Thema, aber wie prädiziert man B-Bounding-Boxen für jede Zelle? Das heißt, jede Zelle ist hier, wie es hier steht, verantwortlich. In jeder Zelle werden hier alle Objekte detektiert. Und zwar, jede Zelle ist dazu verantwortlich, die Objekte zu detektieren, deren Zentren, also die Objekte natürlich, die Bounding-Boxen, deren Zentren in dieser Zelle liegen. Ja? Und dann bekommt man natürlich diese Bounding-Boxen. Wir wissen von vorher, dass wir eine Bounding-Box durch die Position, die Breite und Höhe beschreiben können. Zusätzlich hier kommt auch dazu die Information, ein fünftes Parameter, ein fünfter Parameter und dieser fünfte Parameter gibt uns eine Konfidenz über die Objekte in dieser Zelle. Ja? Also Confidence of Object Detection.
Und da wir ja S-Quadrat-Zellen haben im Bild, wir haben ja das Bild in S mal S-Gitter unterteilt, hat man hier ein Netzwerk, was für uns S-Quadrat mal B, weil wir prädizieren oder wir berechnen oder das Netz berechnet B-Bounding-Box in pro Zelle. Und jede Zelle hat oder jede Bounding Box wird mit 5 Parametern beschrieben. Das heißt, insgesamt haben wir S Quadrat mal B mal 5 Werte für die Bounding Boxen. Also das ist zunächst mal der Schritt Bounding Box Prediction. Der nächste Schritt ist der Klassifikationsschritt. Ja, das heißt, wie kommen wir jetzt zu dieser Darstellung hier? Das heißt, wir müssen eine Prädiktion oder eine Vorhersage machen, der bedingten Klassenwahrscheinlichkeit pro Zelle im Bild. Ja, man sieht hier die Zellen, die S mal S-Zellen. Und was wir eigentlich hier oder was das Netz hier, was YOLO hier berechnet, berechnet die Wahrscheinlichkeit, einer Klasse I, ja, von den Objekten. Klassen, die sind ja definiert, also das muss man machen, ja. Das heißt, wenn wir nicht sagen, wir kennen die Klassen Katze, Hund, Fahrrad und Auto, dann wird jetzt das Netz und kein Algorithmus eigentlich oder anderes Netz darauf kommen, dass man etwas findet, was man nicht schon kennt, ja. Also das heißt, die Klassen sind definiert und man berechnet hier die Wahrscheinlichkeit der Klasse I, dass ein Objekt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt in dieser Zelle existiert, der zu Klasse I gehört. Das ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein Fahrrad in dieser Zelle haben oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein LKW haben oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hund haben und so weiter und so fort. Das heißt, man bekommt hier, wenn man diese Wahrscheinlichkeitszuordnung, diese Repräsentation des Bildes, man sieht hier die unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für die Klassenlabel berechnen. Und was YOLO macht, YOLO prädiziert die Wahrscheinlichkeiten für alle Klassen, ja, alle Klassen, die wir kennen. Und diese Klassifikation, die erfolgt einmal pro Zelle und nicht pro Bounding Box. Ja? Also wir wissen, pro Zelle wurden B-Bounding Boxen berechnet, aber die Klassifikation hier wird nur pro Zelle und nicht pro Bounding Box durchgeführt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben natürlich S-Quadrat-Zellen hier und pro Zelle haben wir eine Anzahl von Klassifikationen C, also weil wir prädizieren C bedingte Wahrscheinlichkeiten, also bedingte Klassenwahrscheinlichkeiten. Also insgesamt haben wir S-Quadrat mal C Klassenwahrscheinlichkeiten. So, im nächsten Schritt kommt tatsächlich das Wesentliche, das heißt dieses Single- oder Einzelregressionsmodell. Das heißt, man hat einmal Inputdaten, das sind zum Beispiel die Bilder hier in der Auflösung, also Farbbilder. Und der Output, was das YOLO-Netzwerk oder was YOLO liefert, sind alle diese Parameter, die wir gerade beschrieben haben. Also S Quadrat mal B mal 5 für die Bounding Boxen plus S Quadrat mal C für die bedingten Wahrscheinlichkeiten. So, und das Modell, was hier verwendet wird, ist ein Multilayer CNN mit faltenden Layers und mit Max Pooling Layers, die Reduktion nicht der Dimensionalität, sondern die schneiden eigentlich die Ränder der Bilder, je nachdem wie viel oder wie groß diese Filter, also diese Max-Pooling-Filter sind. Und natürlich muss man hier trainieren und hierzu werden die faltenden Layers trainiert, also prätrainiert, vortrainiert die faltenden Layer, also beispielsweise von ImageNet, wo man 1000 Klassen hat.
Und man kann natürlich oder man fügt weitere Layers, um diesen Output zu prädizieren. So, und wenn man das hat, dann bekommt man natürlich ja, bekommt man eine Prädiktion, was könnte jetzt der Output, was könnte jetzt in dem Bild sein. So, als nächster Schritt und wie wir oder als weiterer Schritt und wie ich das schon mal erwähnt habe, wir wissen ja, pro Zelle bekommen wir mehrere solche Bounding Boxen. Das heißt hier, das Netzwerk prädiziert mehrere Bounding Boxen pro Zelle. Und viele von diesen Bounding Boxen, die haben entweder eine sehr niedrige Konfidenz, ja, dass dort das Objekt KC beispielsweise zu finden ist, oder sie überlappen sich mit anderen Bounding Boxen, die eine höhere Konfidenz haben. Und da gibt es hier mehrere Strategien, wie man tatsächlich aus diesen mehreren Boxen hier auf diese eindeutige bzw. auf diese einzige Box kommt. Das heißt, so ein Non-Maximum Suppression beispielsweise, die Bounding Boxen eliminiert, deren Konfidenz unter einem bestimmten Schwellwert liegt, oder die höchste gemeinsame also der große Überlappungsbereich mit anderen Boxen, ja, also wo man der großen Überlappungsbereich hat, dann kann man das eigentlich auch eliminieren, weil das wird ja durch andere Bounding Boxen sowieso repräsentiert. So, das heißt, wenn man diese unterschiedlichen Schritte durchführt, also insbesondere die Unterteilung von dem Bild in den Zellen, die Prädiktion von den Bounding Boxen bzw. die Klassifikation hier und die Eliminierung von, also dieser Optimierungsschritt, wo man jetzt diese vielen Bounding Boxen reduziert auf diese finale Bounding Boxen, die Objekte am besten beschreiben. Das sind die unterschiedlichen wesentlichen oder das sind die wesentlichen Schritte von diesem von YOLO beziehungsweise von der Objektdetektion basierend auf YOLO. Und was bedeutet Objektdetektion? Das bedeutet, wir wissen tatsächlich, dass wir hier ein Objekt der Klasse Katzi haben, ein Objekt der Klasse Fahrrad haben, ein Objekt der Klasse Auto haben. Und wir wissen, wo das im Bild ist. Ja? Also wir wissen, wo die Bounding Box um das Objekt im Bild ist. Aber nicht zu verwechseln mit der 6D-Pose Estimation oder Positionsschätzung, die wir das letzte Mal in der Vorlesung im letzten Kapitel angesprochen haben, wo wir die 6D-Position von zum Beispiel dem Objekt oder zumindest vielleicht Massenschwerpunkt von dem Objekt in einem globalen Koordinatensystem haben, was wir natürlich für das Greifen in der Robotik brauchen, ja, bei einem Roboter. Also damit können wir jetzt bei einem Roboter gar nichts anfangen. Wir können natürlich klassifizieren, dass jetzt der Orangensaft und die Tassen und so weiter und so fort zu sehen sind auf dem Tisch, aber wir können nach wie vor natürlich keine 6D-Pose haben, die wir als Input für eine Inverse-Kinematik beispielsweise benutzen, um die Hand dorthin zu führen und das Objekt zu greifen. Aber man kann, wie in dem Bild hier, wie in dem Video zu sehen, kann man eigentlich vieles damit machen. Da sieht man hier ein Beispiel für Objektdetektion mit YOLO. Ja, in unterschiedlichen Situationen. Natürlich, die Robustheit hängt davon ab, oder die Genauigkeitsdetektion hängt natürlich von den Trainingdaten ab, hängt natürlich von den Klassen der Objekte, also Klassen der Labels, die man hier zur Verfügung stellt, weil wenn diese Objekte hier zum Beispiel Auto oder Person oder LKW nicht bekannt sind, dann wird natürlich YOLO das auch nicht finden und keine Bounding Box hier, um diese einzelnen Objekte malen können. Wie ich bereits erwähnt habe, das sind hier Beispiele, die wir
vor Jahren auch hier bei uns haben und in unterschiedlichem Kontext, insbesondere im Kontext von Programmieren durch Vormachen und weniger jetzt im Kontext von Greifen verwenden, weil wir müssen natürlich verstehen, welches Objekt hat der Mensch jetzt gegriffen und wie haben sich die während dieser Demonstration, was hat der Mensch beispielsweise mit dem Objekt gemacht, wo hat er es hingestellt, wie sind die Relationen der unterschiedlichen Objekte in der Szene und ähnliche Sachen. Und da sieht man hier dieses Küchenszenario, also Salat oder Teig vorbereiten, wo man Öl hier in diese Schüssel reintut, mit der linken Hand, mit der rechten Hand und wo im Hintergrund tatsächlich dieses YOLO dann die Bounding-Boxen, sogar auch von dem Tisch hier, Dining Table, von dem Tisch extrahiert und dann die einzelnen Positionen auch von dem Löffel hier oder von der Schüssel, die einzelnen Positionen von den Elementen im Bild lokalisiert. So, das ist natürlich ein etwas Wichtiges. Das braucht man, wenn man Szenen interpretieren will. Und das haben wir gesehen. Das ist ein erster Schritt, dass wir die Objekte klassifizieren und dass wir natürlich auch die Objekte bzw. deren Bounding Boxen im Bild lokalisieren. Das ist, was man Objektdetektion nennt. Aber natürlich sehen wir, dass viele Bereiche in diesen Bounding Boxen nicht zu dieser Schüssel gehören oder auch viele oder Bereiche hier in dieser Region, die gehören ja nicht zum Olivenöl und so weiter und so fort. Und das heißt, dass es ganz wichtig ist, dass man hier genauere Informationen bekommt und zwar eine Segmentierung von den Objekten in dem Bild. Ja, also man sieht hier nochmal das Beispiel und wir hätten gerne, dass wir wissen, das gehört alles zum Sofa, das gehört alles zum Tisch, das ist hier der Teppich und so weiter und so fort. Das heißt, gegeben ein Input-Image, Farbbild oder auch Farbtiefenbild, beziehungsweise eine Punktwolke und wir wollen eine elementenweises Labeling erreichen von den unterschiedlichen Segmenten im Bild, also zum Beispiel ein Segment-ID, jetzt diese Blenden hier, das Sofa, die Wand und so weiter und so fort. Das heißt, zu welcher Klasse gehören eigentlich die unterschiedlichen Segmente? Ist es die Klasse Wand, die Klasse Sofa, Katze, Fahrrad und so weiter und so fort? Was für ein Typ, was für eine Rolle vielleicht die einzelnen Elemente in der Szene haben? Ja? Das heißt, es geht ja viel mehr über das, was, dass man nur einen Namen, sondern was kann man vielleicht mit einem Objekt machen? Also wenn wir sowieso Klassen von Labels definieren, wie Tassen, Katzen, Fahrräder und so weiter und so fort, dann können wir gleich eigentlich Funktionen von diesen Labels oder von diesen Objekten. Also zum Beispiel, dass man sagt, Tassi trinken oder befüllbar, ein Löffel zum oder ein Messer zum Schneiden und so weiter und so fort. Und diese Information kann man natürlich auch nutzen, um eine semantische Interpretation der Szene zu erreichen, die nicht nur die Objekte betrachtet, sondern beispielsweise die Rollen der Objekte bzw. die Aktionen oder die Affordanzen der Objekte. Und natürlich wollen wir auch die Instanz ID, ja, also das heißt nicht nur, dass wir Objekte in der Szene segmentieren, sondern Instanzen von Objekten in der Szene segmentieren. So, das heißt, was ist ein Segment? Ein Segment sind Regionen im Bilder, die irgendwie zusammengehören. Ja, also die haben zum Beispiel unterschiedliche Farbe, die haben ähnliche Form oder ähnliches Erscheinungsbild. Und die Region und die Segmente natürlich, die können Objekte sein, die können Teile von Objekten sein, die können Flächen sein. Das hängt immer natürlich von der Aufgabe ab und ist natürlich auch sehr wichtig, das im Vorfeld zu definieren, was interessiert mich eigentlich für eine bestimmte Aufgabe. Und wie das definiert wird, ist tatsächlich immer sehr task-spezifisch.
Und da wollen wir sehen, wie wir damit umgehen, wie wir zum Beispiel das Segmentierungsproblem lösen. Und vielleicht wichtig an der Stelle auch zu unterscheiden zwischen Segmentierung von Bildern oder Segmentierung von Objekten in Bildern und Segmentierung von Objekten in einer Punktwolke. Ja, und das führt uns zurück auf das Problem von strukturierten beziehungsweise unstrukturierten Daten oder geordneten oder nicht geordneten Elementen in einer Menge. Wir wissen ja, ein Bild ist ein 2D-Gitter von Pixeln mit irgendwelchen Farbinformationen, vielleicht Farb- und Tiefeninformationen. Und die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Pixeln, die sind auch geklärt, definiert durch eigentlich U und V. Das sind die Koordinaten im Bild und alles ist so gegeben. Das heißt, wenn es darum geht, jetzt hier bestimmte Filteroperationen oder Faltungsoperationen auszuführen, dann haben wir geregelte Verhältnisse. Das kennen wir auch aus der Robotik 1-Vorlesung, dass wir, wie wir Filter auf einen Pixel anwenden, indem wir natürlich die benachbarten Pixel verwenden. Aber das ist auch wichtig vor Faltungsoperationen, wenn man jetzt hier über tiefe neuronale Netze denkt, wo man solche Operationen auch dort ausführt. Die Auflösung, die ist natürlich auch konstant. Das heißt, da hat man hier keine Probleme. Eine Punktwolke dagegen ist eine Ansammlung von 3D-Punkten mit deren Position in einem Weltkoordinatensystem, also globalen Koordinatensystem, das heißt X, Y, Z und vielleicht auch Farbinformationen von den einzelnen Punkten. Und wir haben hier natürlich keine spezifische Ordnung. Ja? Das heißt, es ist sehr schwierig zu sagen, welche Punkte eigentlich sind benachbart zu welchen Punkten. Man kann es natürlich machen, wenn man die entsprechenden Kriterien definiert. Aber das ist viel schwieriger als in einem 2D-Bild und vor allem auch kostet Zeit, time-consuming. Ja? Die Auflösung, die kann sehr unhomogen sein und auch variabel. Man denke daran, jetzt Punktwolken zum Beispiel mehrere oder unterschiedliche Punktwolken zu registrieren. Ja, da hat man beziehungsweise mehrere Ansichten auf einer Szene, wo man dann zwei Punktwolken, die man registrieren will, damit man praktisch die matcht und schaut, was gehört da zusammen. Das ist also nicht so einfach wie bei normalen Bildern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich explizite 3D-Informationen. Und diese explizite 3D-Information ist unglaublich wertvoll, weil da können wir natürlich Cluster von Punkten in diesen Punktwolken identifizieren, die räumlich voneinander getrennt sind oder separiert sind. Ja, und können wir natürlich viele Sachen machen, die auch mehr Bezug jetzt zu Greifen oder zu Manipulation oder zu Robotik allgemein haben, ja, ohne dass wir wie bei Bildern diese 3D-Informationen zum Beispiel durch Stereo-Matching machen müssen. Ja, so, und da gibt es hier eine ganze Menge von klassischen Methoden, wie man wie man das Segmentierungsproblem löst. Ja, also viele von euch kennen vielleicht die Point Cloud Library, die eine ganze Menge von Methoden zur Verfügung stellt, unter anderem auch vor Segmentierung. Und wie ich bereits erwähnt habe, Segmentierung bedeutet so die Identifikation von zusammengehörenden Regionen im Bild. Und da sieht man hier eine Szene. Das ist hier ein Büro mit einem Drehstuhl, wie man sieht hier. Und das sind hier ein paar Objekte hinten. Das ist also das Inputbild. Und das sind hier die Ergebnisse, die man mit so eher klassischen Methoden der Segmentierung bekommen würde. Also, dass man die Punkte so clustert und zwar mit Methoden, also basierend auf der Idee, die nächsten Nachbarn im Sinne von euklidischem Distanz, beziehungsweise, dass man hier angefangen von einem Keim oder mehreren Keimen im Bild hier Regionen wachsen lässt, also Region Growing basierte Methoden, bis man zu einem bestimmten Schwellwert
erreicht oder irgendwelche Methoden, die lokale Konvexität in unterschiedlichen Batches, also kleinen Bereichen im Bild identifizieren, also beispielsweise dieses LCCP, also Local Convexity Connected Batches, also Batches, die lokal, die konvex sind und lokal miteinander verbunden sind. Da will ich jetzt hier auf die Details nicht eingehen, aber man sieht hier jetzt die unterschiedlichen Ergebnisse, die durch, also mit den unterschiedlichen Strategien hier für dieses Input-Bild realisieren. Es gibt natürlich, aktuell wird viel daran gearbeitet oder geforscht, dass man auch die Segmentierungsprobleme mit neuronalen Netzen löst. Das heißt, wir wissen, dass wir hier unstrukturierte Daten haben und neuronale Netze benötigen geordneten Input. Ja. Und da gibt es hier einige Ansätze, die damit umgehen. Also beispielsweise PointNet, das ist ein Ansatz des tiefen Lernens mit neuronalen Netzen, wo man hier Punktmengen, also wo man als Input Punktmengen hat, die ungeordnet sind, ja, und wo man natürlich hier eine Klassifikation bzw. eine Segmentierung dieser Punktmengen oder Punktmengen eigentlich erreicht. Und die, das Besondere ist an diesem PointNet ist, dass es tatsächlich unabhängig ist von der Ordnung von den Punkten, die man hat, und auf der anderen Seite auch unabhängig von der Anzahl der Input-Daten, weil man kann sich vorstellen, bei einem neuronalen Netz wie hier dargestellt ist, muss ich ja wissen, wie groß ist der Input, der Anzahl der oder wie groß ist die Dimension von meinem Input-Vektor, und dieses PointNet löst das Problem, dass man hier unabhängig davon ist, beziehungsweise dass man mit unterschiedlicher Anzahl von Dimensionen der Input-Vektoren arbeiten kann. Da sieht man hier wiederum die Architektur von diesem Netz, also mit den unterschiedlichen Schritten, die durchgeführt werden in den unterschiedlichen Layers, also mit anfänglichen Transformationen, irgendwelche Feature-Transformationen hier, dann die Identifikation von globalen Features und dann anschließend dieses Segmentierungsnetzwerk, ja, was diese Ergebnisse hier liefert. Ja, man sieht hier beispielsweise jetzt eine semantische Segmentierung von so einer Szene, wo man vieles sehen kann. Das sind wahrscheinlich mehrere Stühle, so wie ich das interpretieren kann. Das ist eine Wand, kann eine Tür sein, aber also beziehungsweise hier Segmentierung, partbasierte, also teilbasierte Segmentierung, dass man hier jetzt hier die unterschiedlichen Teile von dem Objekt, zum Beispiel die Beine von dem Tisch oder die Tischplatte oder die Flügel hier von dem Flugzeug oder die Lampe und der Halter. Und dann natürlich hier das Ganze kann verwendet werden, um eine Klassifikation zu machen. Ja? Also um zum Beispiel festzustellen, ob es dort eine Tasse in der Szene ist oder ein Tisch oder ein Auto. Ja? Genau, also es gibt natürlich eine ganze Menge, das ist ein Hot Topic heutzutage, die Verwendung von Ansätzen des Deep Learnings, um diese Probleme zu lösen, also insbesondere Segmentierungsprobleme mit Bildern, aber auch mit Punktwolken. So, das Zweite, was wir, die nächste Ebene von einer Szenerepräsentation, was die Semantik angeht, beziehungsweise der semantische Informationsgehalt angeht, ist die Repräsentation von Szenen mithilfe von den Objektinstanzen. Ja, also das heißt, das ist nochmal unsere Szene und jetzt nicht Bounding Boxen und deren Position
im Bild, sondern tatsächlich Repräsentation der einzelnen Objektinstanzen. Das heißt, wir haben ein Label der Klasse, wir haben ein ID für die Instanz, ja, und wir haben die Positionsinformation. Und diese Positionsinformation kann zum Beispiel die Segmentierung von der Objektinstanz sein, bis hin zu 6D-Objektpose, ja, sein. Und die Frage ist, wie macht man das? Ja? Das heißt, zunächst mal haben wir unser Bounding Box, ja, und wir wollen tatsächlich so die Segmentierung hier von diesem Hund bekommen. Ja, also das heißt, welcher Teil vom Bild gehört wirklich zum Objekt, zur Objektinstanz Hund? Ja, und man sieht hier unterschiedliche Levels von Details. Natürlich, man kann die Instanzen von Hunden in einem Bild mit Hilfe von einem Bounding Box beschreiben, aber auch wenn man so ein pixelweises Labeling hat, kann man natürlich das Ganze hier durch diese rote Kurve, wie man sieht, hier beschreiben. Und hierzu gibt es auch ähnliche Ansätze für Instanzsegmentierung. Ganz berühmt und bekannt ist MaskRCNN. Und MaskRCNN löst eigentlich mehrere Probleme auf einmal. Auf der einen Seite Multi-Object Image Classification. Das heißt, die Klassifikation mehrerer Objekte in einem Bild und auch die Detektion von diesen Objekten in Form von Bounding Boxen. Und dann ein Labeling, und zwar pixelweise, für jede dieser Bounding Boxen, die detektiert, im ersten Schritt detektiert wurden. Und die Vorgehensweise ist mehr oder weniger ähnlich eigentlich. Das heißt, wir extrahieren zunächst mal diese Bounding Boxen und man sieht hier, das ist so ein Region Proposal Netzwerk, ja, also ein Netzwerk, der tatsächlich nicht jetzt dieses gleitende Fenster über das ganze Bild, sondern ein RPN, um die Kandidaten, Objektkandidaten, um die Objektkandidaten zu detektieren oder zu bestimmen und dann im zweiten Schritt tatsächlich eine Klassifikation für jede vorgeschlagene Region von dem RPN. Im zweiten Schritt ist das Labeling und zwar pixelweise mit Hilfe von Fully Convolutional Networks, um diese semantische Segmentierung zu erreichen. Und das auch für jede dieser Bounding Boxen. Ja. Mehr auf diese Details, also MaskRCNN und andere Varianten, will ich wirklich hier in der Vorlesung nicht eingehen, weil das würde viel Zeit benötigen und die Ideen sind gleich und ähnlich. Man muss sich damit beschäftigen und schauen, wie man diese Methoden verwenden kann. Aber die Prinzipien, wie wir gesehen haben, die sind ja ähnlich zur YOLO, ja. Natürlich mit Unterschieden, dass man hier Instanzsegmentierung machen kann. So, was wir natürlich in der Robotik interessiert, ist die 6D-Pose von den Objekten. Also nicht, dass wir die Instanzen von Objekten in einer Szene bekommen, sondern wirklich, dass wir dieses R und T von jedem Objekt, und zwar in einem globalen Koordinatensystem, kann natürlich das Koordinatensystem der linken oder rechten Kamera oder der Kamera sein, zunächst mal, von dem man dann zu anderen relevanten Koordinatensysteme eines Roboters das Ganze transformieren kann. So, das heißt, die Position und Orientierung von einem detektierten Objekt im Kamerakoordinatensystem und natürlich für unbekannte Objekte und wie wir
in den vorigen Kapiteln gesehen haben, diese 6D-POSI kann auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben werden, zum Beispiel mit Hilfe von einer homogenen Matrix, mit der Rotationsmatrix und mit dem R und mit dem Translationsvektor T. Oft wird natürlich die Orientierung auch als Quaternion, also Einheitsquaternion beschrieben, beziehungsweise die, wo man zusätzlich dann für die Translation ein 3D-Vektor benötigt oder natürlich auf die, alle drei Quaternionen übergehen, wo man beides dann beschreiben kann. Aber das Ziel ist, dass wir die Instanzen im Bild bekommen, ja, also die unterschiedlichen Objekte im Bild bekommen und dann natürlich diese Transformationsmatrix von jedem dieser Bilder. Ich will ganz kurz, das habe ich ja kurz angedeutet, das letzte Mal im letzten Kapitel, wo wir über Feature-Extraktion bzw. Objekterkennung oder Feature-Matching von Merkmalen, Feature-Matching geredet haben, wo wir hier vor diese Greif- und Manipulationsaufgaben im Kontext von einfarbigen, aber auch texturierten Objekten auf eine sehr robuste Kombination von Harris und Sift-Körner, also Sift- und Harris-Körner-Detektoren setzen, die extrem robust läuft und in Echtzeit vor alle diese Aufgaben, die unsere Roboter hier in der Küche ausführen. Das heißt, diese Kombination von Harris-Körner und Sift, um robuster zu werden, um diese Objekte beispielsweise hier zu lokalisieren und dann tatsächlich hier, wie man sieht, hier die Pose von dem Objekt natürlich im Bild zu bestimmen und dann mit mehreren Schritten, ja, also die mit Hafttransformation anfangen, Ranzig und dann Least-Square-Homographie-Schätzung hier die Position von diesem Objekt im Weltkoordinatensystem bestimmen. Und da sieht man hier die Ergebnisse, ja, also dass diese Position, 6D-Pose von dem Objekt, ja, also in einem also sehr gut funktioniert, auch in beliebigen Orientierungen. Und das ist, was unsere AMA-Roboter tatsächlich haben bzw. benutzen, um 6D-Posenschätzung, Positionsschätzung von Objekten zu machen und diese Objekte zu greifen.